Ja, okay. Das ist genauso wie ein Foodjob geben. Das ist genauso random. Das musste ich auch mal machen, weil ein Typ auf meine Foot, wie auch immer. Weil der halt meine Füße geil fand. Der Foodjob stehst du bei Mecca seiner Kasse. Der Foodjob ist was anderes. Sorry, mein Englisch, mein Englisch. Und dann. Von Alpha Females. Was geht? Ja, sorry, also ich habe jetzt hier gerade ein Lied angestimmt und das wurde uns verboten. Das wurde uns verboten wegen Urheberrecht und denkt euch jetzt einfach hier ein Fußballlied aus. Okay, Frage. Wolltest du mich heute mit einem Funny Gadget überraschen oder warum das Trikot? Schatz, das ist Blokecore. Das checkst du mal wieder nicht. Das checken nur die wenigsten. Naja, okay, erzähl mal. Das ist Blokecore und mit einem Trikot rauszugehen und einer Jeans und einem Alltagsstyle. Ganz normal. Aber es steht dir. Findest du? Ja, steht dir. Nee, ich dachte, ich zieh das mal an, weil wenn die Folge rauskommt, läuft doch schon Safe die EM. Stimmt. Guckst du, wirst du EM gucken? Ja, ab und zu, wenn Deutschland spielt. Ja, die anderen Spieler jucken mich auch nicht. Ja. Mich juckt auch nur Deutschland spielen. Also das Ding ist, ich verstehe Fußball ja eh nicht. Also ich weiß ja, was abseits ist, aber dann hört es auch schon wieder auf. Aber einfach mitnehmen, ne? Weil EM ist ja auch nur alle 2 Jahre? Vier. Ich verstehe Fußball auch nicht. Da muss man doch aber, finde ich, gar nicht viel verstehen. Das Einzige, was wichtig ist, dass die Spieler geil sind und dass das Runde ins Eckige muss. Naja, gut, wenn du das so siehst. Mich langweilt halt, dass ich da 90 Minuten da sitze und mir die Spieler da anglotze, wie die da gegen den Ball kicken. Also nee, ich finde einfach, bei der WM und so, ja okay, man muss ja nicht, also ich gucke jetzt auch nicht Champions League oder was es sonst noch gibt, aber ich finde bei einer EM, das ist so geil, das gibt's alle 2 Jahre und wenn das, das Coole ist, dass es ja in Deutschland ist. Ja. Und du siehst ja schon so hier, da auf dem Dom hier in Hamburg, schon direkt dieses Public Viewing in Berlin auf dem Brandenburger Tor, der ganze Rasen da, das ist doch so geil. Ja, auch so, dass man dann so da zusammensitzt. Das wird einfach nur ein Sommermärchen. Das wird, oh nee, da bin ich auch schon wieder raus. Ja. Da fühle ich mich dann wie so ein Mannsvibe schon wieder in so einem Trikot mit so einem Bierchen und dann so, Schiri! Ich finde das geil, ein bisschen rumgrölen. Das dann findest du geil. Ja, bist du dann so der Hilfstrainer? Der Hilfstrainer? Ey, kennst du so diese Ü50 Männer, die dann so, oh, Digga, hinten enger stehen, hinter mehr beisammen stehen, hier nach vorne, abseits, auswechseln, oh, Dingens, ich kann keine Fußballwörter sagen. Nee, tatsächlich kenne ich die nicht, weil ich mich nicht mit Fußball auskenne. Hä, okay, aber ja. warst du noch nie bei einem Fußballspiel von so Kreisliga oder so? Ja, doch, von meinen Ex-Freunden halt immer. Und so, da stehen doch auch immer diese Männer an der Seite, die irgendwie so die Trainer sind und da irgendwie alles reinrufen. Irgendwie habe ich die gekonnt ignoriert. Ich habe immer nur auf meinen Mann geschaut und mir angeguckt, wie verschwitzt er dann immer zu mir kommt. Und da kam er zu dir? Ja, danach mal nach dem Spiel kam die immer so richtig verschwitzt an, dann gab es das mal einen Knutsch. Oh mein Gott, wie Nana Jandaui und Luisa. Ja, genau. Wart so. Ihr einfach. Oh. So süß. Ja, auf jeden Fall gibt es auch immer die dann so denken, die wären die Trainer. Ach so, ja, ist mir noch nie aufgefallen, aber ich mache auch mal den Hilfstrainer. Machst du? Ich mache dieses Jahr den Hilfstrainer. Okay, da musst du dir aber noch mal ein paar Fußballsprüche überlegen. Überlege ich mir. Ja, aber ein bisschen hinten schlecht gestanden, wie angewurzelt. Das passt viel besser zu dir, mach du das doch. Ich, ich finde, das passt überhaupt nicht zu mir, ehrlich gesagt. Ich will einfach nur meinen Spaß da haben, mein Aperol da trinken, wenn ich, und vielleicht mal ein bisschen jubeln bei einem Tor. Ja, okay. Ich habe mir das Trikot auch nur geholt, weil sich diese ganzen Boomer darüber abgefuckt haben, dass das pink ist. Das habe ich auch nicht verstanden. Also, sorry. Also, bei aller Liebe. Ja. Das sind dieselben, die sagen, die Impfung hat uns schwul gemacht. die denken auch, also wenn Joshua Kimmich dann pinkes Trikot trägt in irgendwelchen Auswärtsspielen, it's denken auch, das macht ihn schwul. So. Also das, oder das macht die ganze Nation schwul. Ja. Ich fand, es war ein gutes Statement. Ja, das Ding ist, wir sind nicht gleich. Ihr kauft euch das Deutschland-Trikot nicht, weil es schwul aussieht und ich kaufe mir das schwule Trikot, weil es nicht Deutschland aussieht. Genau so. Ja. Schwul ist doch so geil. Ich finde es wirklich geil. Bin auch wirklich kurz davor, mir das auch zu kaufen. Einfach nur für die EM. Hä, ja, wenn das ist in den nächsten 30 Jahren, glaube ich, nicht mehr in Deutschland. Ah, dann wird sich das noch gezogen. Ja, aber 100 Euro? Ja, ich habe es mir noch nicht selber gekauft. Was soll ich sagen? Ja, da wurde gelogen. Das war nämlich ein kleines Geschenk. Ja, war ein kleines. Hä, habe ich vorhin gesagt, dass ich mir das geholt habe? Nee, du hast in der Folge gesagt, ja, ich habe mir das gekauft. Ach so. Ja, ich habe es mir gewünscht. Aus tiefem Herzen. Und dann gab es es als Geschenk.
Genau. Ich habe noch eine kleine Frage für dich vorbereitet. Aber weil, das ist eine Einstiegsfrage, weil wir uns ja nicht mal fragen, wie es uns genau, geht. Genau, wir fragen uns nicht mal, wie es uns geht, weil das ist mir zu privat mittlerweile. Wir brauchen eine Distanz zueinander. Nee, ich kann dir das gerne sagen, off-cam tatsächlich, ja. Aber das ist mir, das ist eine Privatsache. Verstehe ich, privat. Verstehe ich. Meine Frage ist, Arsch oder Titten? Arsch. Wieso? Weil es geht mir darum, dass Männer ja immer sagen, Arsch oder Titten. Ja. Aber Frauen müssten so sagen, Arschtypen oder Tittentypen. Checkst du? Ich verstehe, ja. Weil ich finde, Arschtypen sind komplett anders als Tittentypen. Findest du? Voll. Erklär also, mal. Eigentlich sind die, also, guck mal, wärst du ein Mann oder würdest du auf Frauen stehen? Ja. Findest du Arsch geiler als Titten? Ja, ich finde Arsch immer geiler. Ich finde auch Ärsche bei Männern geil. Weil ich würde Titten geiler finden als Ärsche. Echt? Warum? Also, wenn eine Frau so ein richtig schönes Dekolleté hat oder so, dann bin ich davon mehr fast im Ärsche jucken mich nicht. Aber das ist voll geil, wenn du so ein enges Kleid dann hast und dann dreht die sich und dann siehst du so diesen Booty und dann bist du so, oh mein Gott. Ja, natürlich, aber das sehe ich so als geile Figur. Also, da denke ich mir so, ja, schöne Figur. Aber bei so... Also natürlich kann beides schön sein, aber ich würde doch auf Titten mehr abfahren, besonders auch, wäre ich ein Typ, würde ich auf Frauen reden, weil man das ja selber nicht hat, als Typ jetzt. Okay, als Frau hat man es selber, aber als Typ hat man ja keine Titten. Da würde ich doch Titten geiler finden als Arsch, weil den habe ich ja selber. Ja, nee, ich finde Arsch einfach geiler, weil den kannst du so anfassen und das ist so... Aber da kommen ekelhafte Sachen raus. Ja, gut, nur weil du dich davor ekelst. Aus deiner Titte kommt vielleicht früher oder später auch mal Milch. Ist das irgendwie auch so? Was ist daran eklig? Das ist nicht eklig, aber irgendwie der Gedanke daran, ja, weiß ich jetzt nicht. Nee, das finde ich Queen-Shit, dass da Milch rauskommt. Ich finde das richtig so Queen irgendwie. Und da fragt man sich irgendwie, wieso es das Patriarchat gibt, wenn wir irgendwelche Muttermilche ausscheiden können. Also sorry, Frauen an die Macht. Irgendwie. Also du wärst ein Tittentyp. Ich wäre ein Tittentyp, aber Tittentypen sind komischer als Arschtypen. 100 Pro. Gehst du da mit? Ja, in unserer Generation. Ich kann mir vorstellen, dass es safe, die älteren Männer, die stehen alle auf Titten, weil Arsch früher kein Ding war. Nee, ich glaube, das war schon immer ein Ding, nur das war noch nie so kommuniziert. Nee, glaube ich nicht. Weil zum Beispiel hat deine Mutter nicht früher fetter Arsch als Beleidigung benutzt. Ja. Ja, alle Mütter früher. Oh mein Gott. Oh, dein Arsch ist so fett und irgendwie man dachte sich so. Du hast so einen fetten Arsch bekommen. Und ich so, hä, ich hab doch voll den geilen Arsch. Was willst du von mir? Sie so, nee, komm mal wieder runter. So, ein kleiner Arsch ist schon besser. So, diese Frauen, die von unserer Generation die Mütter sind, die in dem Alter sind, die finden so kleine, knackige Po's. Ja. Da das ist deren Schönheitsideal und so Kylie Jenner, BBL, Shirin David type Shit, finden die nicht geil. Aber das ist bei uns ja modern. Ja, das stimmt, du hast recht. Und die sehen fetten Arsch als Beleidigung. Und deswegen glaube ich, die Männer waren früher so... Fanden Titten geil, aber nicht, also Brüste, aber nicht Ärsche. Beziehungsweise einen schönen Arsch bei einer schönen Frau, ja, aber so haben nicht so richtig darauf geachtet. Ja, und ich glaube auch, Titten wurden halt stark sexualisiert, mehr als so ein Arsch halt einfach. Ne? Und deswegen waren Titten immer so ein Ding. Und dann war ja auch so dieses, wenn es ja mal eine Frau die Brüste hat machen lassen, dann war das ja dann auch immer so ein übelstes Ding, weil so BBL und sowas gab es ja damals nicht. Aber wenn dann so eine Frau gemachte Brüste hatte früher, waren alle so, oh mein Gott, die hat gemachte Titten und so. Das war damals voll das Ding. Deswegen, ja, früher waren Titten mehr in. Ja, und deswegen zählt es nicht bei älteren Männern, aber bei Typen in unserer Generation sind immer die komischen Tittentypen. Ja. Also ich finde immer, Tittentypen sind so diese Typen, die an der Bushaltestelle mit Camouflage, GBL, richtig laut Capital Bra, Berli lebt Album hören und dann so ein Monster Energy dabei saufen. Wenn wir das nächste Mal so jemanden sehen, dann fragen wir den einfach mal, ob er Titten 100, oder Arschtypen ist. Ich weiß es, wir müssen den nicht fragen. 100 Pro. Und Arschtypen sind halt so die coolen. Ja, weil es gibt doch voll wenig Tittentypen. Also wenn ich einen Typ gefragt habe, so Titten oder Arsch, waren alle immer so Arsch. Ja, weil du immer nur coole gefragt hast und diese komischen Opfer so ein bisschen komisch sind. Ja, das ist stimmt. Wirklich aus meinem Heimatdorf. Die stehen da noch auf Tittenfick wahrscheinlich. Oh mein Gott, stimmt. Ja, die stehen richtig hart auf Tittenfick. Wir haben auch mal einen Kommentar bekommen, von wegen, könnt ihr mal eine komplette Folge nur über Tittenfick machen. Und ich war so, da gibt's irgendwie nicht so viel zu erzählen, außer dass es super cringe ist. Ist das nicht richtig? Wo muss man sich denn da bitte hinstellen? Wo stellt sich der Typ denn da hin? Und dann hast du so seine Eier in der Fresse? Das ist ja nicht schlimm, aber...
Ja, okay. Du, aber nein, also du hast die Eier auch nicht in der Fresse, weil du liegst dann so da, hast dann so deine Titten so dort. Achso, der sitzt auf so dir? Und dann hat er so seinen Schwanz zu schneiden. Hast du das schon mal gemacht? Ich hab das schon mal gemacht und das ist so cringe. Also das geht aber gar was würdest du machen? Du willst ja ans Arschloch von Typen. Ja. Und du willst ja auch, dass die das machen. Und was ist, wenn es einen Typ gibt, der da richtig so an deine Titten will? Und dann musst du die ganze Zeit, dann musst du halt so das machen mit dem TF, weil du auch AL bei dem Typen machen willst. Dann mache ich das. Dann mache ich das. Wenn ich echt, das bekomme, dann lege ich mich da hin und dann darf der meine Titten ficken. Und dann bist du auch, aber bist du dann nicht so, findest du das dann nicht cringe? Das ist super cringe, weil ich check den Sinn halt nicht, weil ich denke mir halt so, mein Mund ist halt schöner als meine Titten und es fühlt sich, glaube ich, auch besser an. Also, wir sind so schlimm. Ja, und stöhnt man dann da oder was macht man dann, weil du spürst doch nichts. Nein, was ist daran? Deswegen, ich finde es halt low-key richtig, richtig dumm. Man liegt dann halt so da und ist dann so, ja. Fick meine Titten. Geil. So was sagst du dann da? Nein, ich sag das nicht, aber ich stell's mir ja, halt vor. Ja, smart. Spritz mir auf die Titten. Erzähl das mal. Hab ich das noch nie erzählt? Nee. Oh, Stachels Spitzname in unserer Freundesgruppe ist smart. Weil wir, es gibt so einen schwulen Club in Berlin, der heißt Schwutz. Und im Schwutz gibt's, im Schwutz gibt es so Darkrooms, wo halt Leute Sex miteinander haben können, halt so ungestört. Und meistens sind da halt immer Schwule, also eigentlich sind da nur Schwule. Und Allies. Wir. Und ich war da halt mit einem Kumpel drin und weil wir halt einfach mal gucken wollten, was da halt so abgeht in diesem Darkroom. Und dann haben wir uns halt als Challenge genommen, dass wir halt zwei Typen dazu bringen, miteinander zu ficken vor unseren Augen. Ich weiß gar nicht, ob das eigentlich so erlaubt ist oder so. Eigentlich ist es auch schon sehr übergriffig. Das wusste ich jetzt nicht mal, dass das war. Ja, aber dann war es halt so, dass dann einer kam und der fand das halt geil, dass der Typ, also mein Kumpel und ich halt rumgemacht haben. Und dann haben wir dann halt vor dem da so rumgeknutscht und das hat den irgendwie ein bisschen so sexuell erregt. Und dann hat er sich da halt so hingesetzt und ich dachte halt so, okay, um den halt noch mehr zu erregen, setze ich mich da halt hin und dann habe ich halt meine Titten so ausgepackt und war so, spritz mir auf die Titten. Und der so, I'm gay. Und dann war ich so. Ja, der so, ich bin schwul. Dann dachte ich mir so, ja, eigentlich auch logisch, weil ich bin hier in einem schwulen Club. Ja, und dann hat er mir nicht auf meine Titten gespritzt. Und seitdem heiße ich smart. Das ist die Abkürzung für spritz mir auf die Titten. Das ist so schlimm. Und ich distanziere mich davon und ich habe damit nichts zu tun mit sowas. War auch okay. Ja, aber auf jeden Fall, Tittenfick ist nicht für jedermann was. Ja, okay. Das ist genauso wie ein Foodjob geben. Das ist genauso random. Das musste ich auch mal machen, weil ein Typ auf meine... Foot, wie auch immer. Weil der halt meine Füße geil der fand. Der Foodjob stehst du bei Mecke seiner Kasse. Der Foodjob ist so anders. Sorry, mein Englisch. Und dann liegst du da halt so da, steht der Typ so vor dir, und dann hast du halt zwischen deinen Füßen den sein Pimmel und es sieht auch noch voll bekloppt aus, wie du dann mit deinen Füßen dem einen runterholst. Also, das ist wirklich Tittenfick und Foodjob muss gecancelt werden. Also die Leute, die auf sowas, also es, dass man Füße schön findet und so sagt, oh mein Gott, ja, meine Perle sollte weiß lackierte Füße haben oder so. Mein Gott, ich sag auch, mein Typ sollte 1,80 Türke und Ziegenbart haben. Ich übertreibe nicht. Ich will jetzt nicht übertreiben mit dem Thema. Ja, ich sag auch, mein Typ soll, keine Ahnung, Rapper sein und reich. Dann können manche sagen, ja, okay, sie wollen eine Frau mit weiß lackierten Füßen. Aber diese, das ist doch nicht deren Ernst, dass die dann, also das wollen die, glaube ich, aber auch nicht, die sowas so sagen. Weil schöne Füße ist was eines, aber dass die dann wollen, dass man damit den einen runterholt mit den Füßen, das ist doch so schlimm. Diese Typen, vor denen habe ich Angst, die so einen richtig ernsthaften Fußfetisch haben. Ja, ich auch. Ich habe auch zum Glück noch nie jemanden kennengelernt, das so ernst genommen hat. Ich wüsste nicht, wie ich damit umgehen soll, also... Du musst den immer mit deinen Füßen dann runterholen, damit du das Arschloch bekommst. Nee, also das ist doch so schlimm. Weil ich finde auch ein paar Körperteile an Männern schön, aber ich will trotzdem nicht, dass sie mich da irgendwie reinficken mit diesem Körperteil. Also sorry. Was ist denn das? Ich weiß auch nicht, ganz schlimm. Nee, das ist. Vor denen habe ich wirklich Angst. Vor solchen, die sowas machen wollen. Verstehe ich, 100%. Ja. Und ich hoffe, dass dir sowas auch niemals passieren wird. Das wird mir aber auch, glaube ich, nicht passieren. Ich glaube, es ist der eine oder keine. Das stimmt. Für keinen anderen Mann ging ich jemals in den Bann. Rap nicht so viel, nicht, dass es noch geclaimed wird. Nee, hab Text geändert gerade. Was ich dich auch noch fragen wollte, Thema Dirty Talk.
Ja. Was sagt man da? Wir haben da, glaube ich, vor einer Folge oder so ein bisschen was angeschnitten, aber wir haben nur ganz kurz drüber geredet. Und ich habe mir das jetzt aufgeschrieben und ich wollte irgendwie mit dir drüber reden, wie führt man Dirty Talk und was sagt man überhaupt beim Sex? Das ist ja unterschiedlich immer. Also das Ding ist, ich führe keinen Dirty Talk, weil ich es halt super cringe finde. Und du sagst einfach gar nichts. Da ja halt so Sachen wie fick mich oder so, das halt schon. Das ist ja Dirty Talk. Ja. Oder wirst du sagen, das ist legerer Talk? Das ist ganz normal. Nee, aber sowas ist okay. Aber ich weiß nicht, was für Konversationen da manche Leute führen. Also ich hatte eine Freundin, die hat damals immer auf Ernst Dirty Talk mit ihren Typen geführt, aber auf Englisch, was ich noch verstehen kann. Aber weil auf Englisch klingt es halt nicht so schlimm wie auf Deutsch. Weil wenn ich jetzt sage so, fuck my ass, fick mein Arsch, so, das macht halt einen übelsten Unterschied. Und wenn du auf Englisch so richtig krassen Dirty Talk kannst, ich glaube, dann kann das richtig sexy sein. Aber finde ich nicht. Echt nicht? Ja, natürlich ist es was anderes auf Englisch für uns, weil das einfach nicht unsere Sprache ist und es deswegen immer so ein bisschen irgendwie filmig oder so, keine Ahnung, Hollywood-mäßig oder sonst was rüberkommt. Aber stell dir doch einfach mal vor, du bummst mit einem Typen und er fängt an, auf Englisch zu reden. Ja, das... Dann sag's auf Deutsch. Dann sag's auf Deutsch, Schatz. Also sorry, ich hab da nämlich letztens auch eine Story gehört von einer Freundin, die so meinte, die hatte mit wem GV gehabt und der hat angefangen auf Englisch zu reden und der hat dann die hat nicht gesagt, was er gesagt hat, aber ich kann mir nur so vorstellen, dass der dann so, oh ja, let me turn you around, baby. Oder irgendwie so, mal irgendwie weiter. Fuck, ja, was sagt man denn da, baby? Whose pussy is this? My little slut. So was sagt er dann safe. Oder so. Oder also was das was ich am schlimmsten finde, ist halt so Daddy. Also das finde ich, das ist ganz schlimm. Und es gibt immer noch Typen, die das wollen, ne? Ich verstehe das nicht, warum. Also bei mir gibt es da wirklich klares Verbot. Ich darf dich nicht Daddy nennen. Also weil du bist nicht mein Vater. Das ist so schlimm. Aber generell, dieses Wort wurde generell so zerstört, weil das auch so ein, so ein Meme wurde. Das ist ja sowieso nicht vor, das zu sagen. Aber es ist halt so... man kann es doch überhaupt nicht ernst meinen und wie kann man da noch irgendwie geil werden, wenn einen jemand sowas nennt? Ich weiß auch nicht. Oder zu mir hat ja auch mal ein Typ beim Bumsen gesagt so, darf ich dir ein Baby machen? Und ich das war, ist wirklich auch schlimm, ja. Ich war so, nein, darfst du nicht, Schatz. Also, mein Pascal, ich denke nicht. Habe ich den Sinn noch nicht so ganz verstanden dahinter. Aber was mein Freund auch nicht darf, weil das ist so, viele stehen ja auch darauf, wenn die so beleidigt werden beim Sex, so meine kleine Schlampe oder sowas. Mhm. Und das darf mein Freund nicht, weil ich finde, das ist eine Sache von Respekt. Wenn dann so dein Partner beim Sex zu dir sagt, so, du bist meine Schlampe, meine Nutte, meine Hure, meine Bitch. Und dann denke ich mir so, weil ich hatte nämlich schon mal das Problem, dass dann so eine Grenze überschritten wurde, dass die Person im Streit dann mich auch so genannt hat. Weil die das nicht voneinander differenziert konnten, dass das, was im Bett abgeht, nur das da ist. Sondern die dachten sich halt so, ich habe jetzt halt so ein Pass und darf das halt jetzt immer zu dir sagen. Und dann sagen die halt so im Streit so zu mir, fick dich, du kleine Schlampe. Du kleine Schlampe im Streit. Im Streit, ja. Und das ist halt so, das geht halt für mich nicht. Deswegen finde ich so Beleidigen immer echt schwierig, auch so aus Spaß sich zu beleidigen. Ist ja auch so eine Grenzüberschreitung. Mhm. Deswegen, also weder im Bett noch aus Spaß noch im Allgemeinen, Beleidigung geht gar nicht. Ich könnte das halt, also ich könnte das Riri nicht ernst nehmen. Würde mich jemand im Bett nennen? Oh mein Gott, du bist meine kleine, ja, der nimmt so meine Arie. Meine kleine Schlampe, sag mir. Sag mir, wem der Schwanz gehört. Ist das dein Schwanz? Ist das dein Schwanz? Wem gehört dieser Arsch hier? Oder keiner, was sagt man denn da? Und dann denke ich mir so, würde der mich Doggy nehmen, ich würde mich umdrehen. Ich würde mich so, ja, ich würde so, sag mal, geht's dir gut? Also, sorry. Nochmal zu dem, ich will dir ein Baby machen. Typ, es gibt ganz viele Typen, die so ein Impregnation oder wie das Wort heißt, Fetisch haben, so ein Schwängerfetisch. Oh mein Gott. Es gibt Typen, die finden es geil, eine Frau zu schwängern und es muss jetzt nicht heißen, dass die das unbedingt machen wollen, aber die wollen das so tun oder so. Und es gibt ja auch so, es gibt so Typen, die sind dann immer so, oh mein Gott, ich will dich schwängern, ich will dir Babys machen und so, das ist ganz schlimm, das ist ganz gefährlich. Das ist richtig krank. Ja, ich hatte auch mal einen Typ, der mir sowas geschrieben hat. Echt? Ja, ja.
Oh mein Gott, in welchem Zusammenhang? Hattet ihr Dirty Talk? Nee, ich hatte noch nie Dirty Talk. Ich würde niemals so sexen oder so. Aber zum Beispiel, dann habe ich so einen Snap von mir geschickt und das war aber auch, das war so schlimm für mich. Und dann hat der da halt so geschrieben, so, das war auch wieder sowas, was ich einfach ignoriert habe, weil ich mir so dachte, also, wird ja wohl nicht so schlimm sein. Und dann hat man das danach so Freunden erzählt und dann waren alle so, Auf jeden Fall habe ich dann einfach so einen Snap oder so von mir geschickt, auch so voll der normale. Und er dann so, oh mein Gott, ich will dich schwängern oder ich will dir ein kleines Baby machen oder so. Ein kleines Baby. Ein großes Baby. Nee, sorry, das geht gar nicht. Das ist ganz schlimm. Das ist richtig schlimm. Ich würde auch nie wieder mit so einem Typen Kontakt haben, der sowas schreibt. Nee, mach das nicht für die Zukunft. Ja, aber Dirty Talk ist für mich auch wirklich out. Also, ja. Geht gar nicht. Ja, also, ich weiß, ja. Weil worüber unterhält man sich denn sonst da? Also, ich finde, so zum Beispiel das Wort Baby, finde ich, passt da. Ja, passt ins Bett. Natürlich, aber ich glaube, das hat auch nichts wirklich mit Dirty Talk zu tun, finde ich. Also, so, wenn du so Kosenamen so beim Sex irgendwie gibst, du jemanden so dabei Baby nennst und so, ist ja in Ordnung. Ansonsten stöhnst du halt. Ja, okay. Ja. Und sagt man manchmal sowas wie, gefällt dir das oder so? Nee, eigentlich nicht. Na, okay. Also. Es gibt Menschen, die machen das, aber ich nicht damals halt bei Panfu und Movies of the Nee, das ist halt super unangenehm, finde ich. Ja, einfach. Okay. Aber es ist dann auch, wenn man dann so eine Stille hat, auch irgendwie komisch. Also man braucht. Nee, ich kann mir aber auch wirklich vorstellen, dass das wirklich unangenehm ist, besonders bei einem One-Night-Stand oder so. Aber bei einem One-Night-Stand, ja, wenn die so sagen, und gefällt dir das und so, und man ist so. Ja, und man denkt sich eigentlich so, eigentlich habe ich da gerade gar keinen Bock drauf. Aber ich will mich jetzt hier auch nicht erklären. Genau, weil warum. Und in einer Beziehung ist es, kann man es einfach nicht ernst nehmen, weil man mit der Person sowieso schon so nah steht. Und dann denkt man es, und man lacht sowieso über dieselben Sachen oder so, und dann denkt man sich doch so, Bro, du kannst doch gerade nicht sowas sagen und ich soll das ernst nehmen. Ja, das wie genau dasselbe mit Rollenspielen. Ja. Auch eine Sache, die ich nie verstanden habe. Also warum soll ich jetzt deine sexy Krankenschwester spielen mit einem Kostüm, mit so einem Cosplay-Kostüm da so um die Ecke kommen und dann so sagen, na mein Kleiner, hast du dich verletzt? Also so, und dann bist du so mit dieser Person zusammen, so wie soll ich dich dann noch weiter ernst nehmen? Imagine, Couples aus unserem Kreis machen sowas, weil das ist ja crazy, dass du nie weißt, was hinter verschlossenen Türen abgeht und du weißt ja nicht und manche Leute, es gibt zu 100% normale Leute, also normale Leute wie du und ich, die so ein paar versaute Sachen stehen oder so. Zu 100% kennen wir doch bestimmt irgendjemanden, der so irgendwelche Rollenspiele da macht. Nenn mal ein Beispiel. Nee, weiß ich nicht, aber ich habe ja auch so Freunde, die zusammen sind, die du nicht kennst. Ja. Aber wenn ich mir das jetzt so vorstelle, dass, keine Ahnung, irgendwer da oder so, dass die so Dirty Talk machen oder so. Ach, ich will es mir gar nicht vorstellen. Ich will auch nicht, aber das kann man sich auch nicht vorstellen. Nee. Weil ich denke, irgendwie jeder hat so. Jeder hat ja so seine Vorlieben. Ich denke, so. Jeder hat den gleichen Blümchensex. Viele vielleicht von denen auch. Aber ich glaube, wenige aus unserem Kreis so machen so eine Sachen. Kann ich mir echt nicht vorstellen. Okay. Ja. Okay. Vielleicht du dann. Irgendwann nee, mal. Irgendwie jetzt auch nicht. Also, was soll das jetzt? Was sollte das jetzt? Nee, du hast bestimmt noch mal ein Blümchensex. Nee, habe ich auch. Na gut. Ja, reicht doch irgendwie. Ja. Reicht. Ja, wir haben wieder eine normale Folge. In and Outs. Ja, und Hate-Kombi der Woche. Und Mann der Woche. Mein Hate-Kombi der Woche war, dass der Hintergrund ranzig aussieht. Und da hat irgendjemand geschrieben, Junge, dieser Hintergrund sieht so ranzig aus. Und was das soll und so. Und da denke ich mir so, wie könnt ihr das nicht checken, dass das so hart auf Metaebene gemeint ist, dass wir uns hier vor diese beiden Bilder mit diesen goldenen Rahmen setzen, wo Bilder von uns sind in den Gucci-Anzügen, vor diesem gammelpinken, was auch immer Bettlaken das hier ist, das immer nur so zur Hälfte gesteamt ist. Und mit diesen pinken Sesseln, das ist einfach nur so lustig, finde ich. Und wenn wir jetzt hier so ein normales Set hätten mit irgendeinem, da meinte dann jemand, ihr braucht ein LED-Schild. Jeder normale Podcast mit irgendeinem LED-Schild, also bevor ich hier ein LED-Schild hinhänge, dann haben wir hier noch einen schönen Tisch, dann ist der Hintergrund noch so verschwommen und so, und das ist das ist einfach nur lustig. Ja, ist es auch, aber ich dachte mir halt so, das hat es mir auch gesagt, ich weiß nicht, ob das jemand geschrieben hatte, aber wie Leute denken, dass das hier so ein
whole-ass-pinker Raum einfach ist. So, warum sollten wir einfach so random so einen pinken Raum haben? So, am Ende des Tages seht ihr doch eh nur diesen Ausschnitt. Ist doch scheißegal, was hier überall so abgeht. Ja, wir haben so ein Bild vom Set gepostet und alle so, hä? Als ob das so ist. Ich dachte, das wäre ein komplett pinker Raum, so. Ja, okay, Loki, die Leute haben auch keine Ahnung von Sets und waren noch nie irgendwo, aber... Aber das Ding, bald wird sich das ja auch ändern. Naja, das wird halt, das wird halt nicht mal das Bettlaken sein, das wird halt bald geupgradet in eine pinke, in einen pinken Hintergrund einfach. Ja. Nicht Holz, sondern Plakatwand so. Nee, es ist Holz. Es ist keine Holzwand, oder? Das ist so ein aufrollbares Holz? Okay. Und das ist, finde ich, also, ich finde, dieses Set bleibt ja auch richtig im Kopf. Ja, voll. Weil wenn man auf TikTok scrollt und diesen Hintergrund, diesen pinken Hintergrund und uns hier mit den Sesseln sieht, dann weiß man direkt, da wird jetzt gespillt. Da wird jetzt gespillt, weiß man direkt. Ja. Und wenn wir so einen beigen Hintergrund hätten, so einen schönen, Clean Girl. Mit so Clean Girl, also sorry. Das sind nicht wir. Nee, und das ist einfach nur lustig, finde ich. Das, ich finde es auch toll. Ich habe mich hier von Anfang an wohlgefühlt. Ja, same. Das sind doch einfach wir, finde ich. Und uns muss bisschen es ja Ghetto, auch gefallen. Bisschen Ghetto. Ja! Es muss nicht euch gefallen. Es muss nicht den. Das ist unser Safe Space. Ja, das ist unser Safe Space. Es muss nicht denen gefallen, die am Ende dafür sorgen, dass wir Deals bekommen und für die Klicks da sind, sondern es muss einfach nur uns gefallen, die sowieso nur irgendwelche Scheiße labern. Aber das Ding ist, am Anfang wollten wir mal so ein LED-Schild oben. Ja, du meintest das am Anfang und da meinte ich so, safe und so. Aber mittlerweile finde ich, LED-Schild würde das irgendwie kaputt machen, weil man dann denken würde, dass es ernst gemeint ist, der ganze Hintergrund. Ja gut, du hast recht. Und wenn es nur diese zwei hingeschissenen Bilder da sind, so richtig lustig einfach, dann ist es irgendwie so, ich finde, das ist so, wir machen uns über Podcast lustig, allein schon mit dem Namen und so. Ja. Und dann passt das auch mit dem ganzen Hintergrund. Das bleibt alles so, wie es ist, Leute. Meta-Ebene, post-ironic. Ja, das war dein Hate-Kommi. Ich hatte das Ding ist, Hate-Kommis. Wirklich. Das Ding ist, Hate-Kommis langweilen mich zurzeit. Mich langweilt es mittlerweile auch. Und ich glaube, wir brauchen langsam auch mal was Neues dafür. Wir brauchen eine neue Kategorie. Mir ist es nämlich eingefallen, weil ich dachte mir so, es ist halt immer das Gleiche. Deswegen, wenn ich dir jetzt hier was vorlese, das ist wieder irgendwas, wo jemand uns irgendwie wegen irgendwie, dass wir fett sind, irgendwie shamed oder whatever. Ja, da ging es um unseren Plug-Clip und da hat jemand geschrieben, weil, dass ich halt eine Schlampe bin, bla bla bla. Und da hat die Person geschrieben, ich hatte auch ein Rambazamba-Dingsbums-Leben, sie ist fett, hässlich und verbraucht. So, das sind halt immer Was für Rambazamba-Dingsbums-Leben? Wahrscheinlich hatte der auch so ein sehr erfülltes Sexleben gehabt, aber wahrscheinlich war das so darauf bezogen, dass die Person nicht irgendwie hässlich und fett und keine Ahnung was ist. Ach so. Ja. Dieses Wort Rambazamba ist, ich habe wirklich selten X, aber diese Leute, die das Wort Rambazamba oder Chakalaka benutzen, um Sex zu beschreiben, da hört es bei mir komplett auf. Ich benutze die, weil alles andere wird auf TikTok sonst nicht angezeigt. Also, das ist das Einzige, was in Ordnung ist, weil wenn ich das Sex und schreibe, wird es gesperrt. Deswegen lieber Rambazamba oder Chakalaka. Ja, okay, ich checke das, aber da kommen wir nicht auf denselben Nenner. Da würde ich und lieber. Poppen? Findest du Poppen schlimm? Oh nee, das finde ich richtig schlimm. Finde ich weil richtig das lustig. Ist, das Wort Poppen, meine Mutter hat das früher immer gesagt und ich dachte mir immer so, Girl. In welchem Zusammenhang hat sie das zu dir gesagt? Ja, wenn man über irgendwie sowas geredet hat, wo man halt, passiert ja manchmal, wo man auch eigentlich hätte sagen können, vielleicht Geschlechtsverkehr oder Sex oder, das sind die normal oder Penis in Vagina oder so. Aber sorry, Poppen, und das ist so aggressiv, das macht mir richtig Angst, das Wort. Ich finde das geil. Ich finde, Poppen hört sich so an, als würde man nur so einmal so richtig so reinstoßen und das war's. Nee, Poppen ist für mich wirklich so ein durchgehender. Nee, Poppen ist für mich so, dass es so richtig so dolle ist wie so ein Presslufthammer. Dass es nichts mit Gefühl zu tun hat oder so, dass es nur so pop, 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 pop die ganze Zeit ist. Nee, ich finde das kein gutes Wort. Ich finde das lustig, einfach nur Poppen. Okay, aber ja, okay, als TikToker dann Rambazamba oder sonst was zu sagen. Ja, machen. Nee, finde ich auch nicht gut, aber um nicht gesperrt zu werden. Bleibt ja nichts anderes übrig. Ich habe ja früher immer einfach normal Sex hingeschrieben, mich dann immer aufgeregt, warum die Videos gesperrt werden. Also, ich sage Sex, aber ich schreibe das nicht hin. Vielleicht beim Hinschreiben ist das was anderes. Aber trotzdem, in dem Moment, wo man im echten Leben zu mir kommt und die Wörter Chakalaka oder Rambazamba benutzt, da, also sorry, nee. Das werde ich jetzt nur noch aus Absicht benutzen. Das ist richtig schlimm. Das ist richtig schlimm. Ich finde ganz schlimm, ich kenne einen, der sagt immer abschlachten. Wegschlachten so, das ist so ganz, ganz weird, wo ich mir so denke, boah, die habe ich so weggeschlachtet. What the fuck? Flop. Ja, geht gar nicht.
Aber. Was ist das beste Wort? Was wäre in deiner Top-Tier-Liste ganz oben? Ficken. Ficken auch. Ficken ist geil. Ich finde, in Arsch es ist, ficken und so. Ich finde, man sollte das negative Vorzeichen von dem Wort ficken entfernen. Ja. Weil, wieso ist, also ganz viele mögen das Wort ja nicht, weil das auch so aggressiv und schlimm klingt. Aber ich finde, das ist das beste Wort, genauso wie ich Fotze. Das beste Wort für noch finde. Und ganz viele Freundinnen zu mir meinten so, Kim, wieso sagst du immer Fotze? Das klingt, als hätte man da unten was Ekelhaftes, als hätte man da unten einen aufgeklappten Döner oder so. Aber ich finde, Fotze ist irgendwie so ein geiles Wort. Das kommt so geil über die Lippen. Ja, Fotze könnte ganz süß sein und so, aber wenn jemand zu dir sagt, darf ich deine Fotze ficken? Irgendwie auch schlimm. Dann nee, das auch nicht. Das aber wenn ich, nicht, über, okay. wenn ich über meine rede, willst dann sage ich auch meine Fotze, mein Tampon in meiner Fotze oder sonst ja, was. Aber Muschi ist auch so ein Ding. Das ist richtig schlimm. Das ist das Allerschlimmste. Das kann ich nicht sagen. Das Wort kann ich nicht sagen. Ja. Bumsen finde ich auch noch okay. Bumsen ist auch oder okay. Oder halt Sex. Eigentlich aber nee, poppen finde ich auch toll. Nee, auf gar keinen Fall. Poppen eigentlich ist für mich Sex in das Beste. Sag poppen, Leute. Sex haben. Sex, Sex haben. Sex haben, Sex machen. Geschlechtsverkehr haben. Ja. Auch gut. Ja. Ja. Die Wörter sind okay, die dürft ihr benutzen. Nee, poppen lässt er mal. Nee, poppen auch. Ja. Wo waren wir jetzt gerade eigentlich? Ach so, bei Ramazama. Das Ding ist, ja, wir brauchen, finde ich, ein neues, weil es wird jetzt langsam langweilig. Ja, ich finde es aber cool, dass Hate-Kombi der Woche so ein Ding geworden ist und Leute dann so bei Hate-Kombis so drauf antworten, ja, dafür, da reicht es nicht mehr für Hate, da reicht es nicht mal für Hate-Kombi der Woche. Checkst du? Wie? Ich sehe ganz oft Hate-Kombis unter Alpha-Female-TikToks und dann schreiben so Leute, die uns feiern, so rein, Schatz, jetzt da, also bei dem Kommentar reicht es nicht mal für Hate-Kombi der Woche, du hast einfach nur noch nur reingeschissen. Ja, das und das finde ich auch cool, dass sich das so etabliert hat, aber es ist Loki wirklich mittlerweile nur noch das Gleiche. Ja. Und, trifft dich das noch? Nein, mich hat es noch nie getroffen. Ja, das stimmt, weil mich hat es am Anfang vom Podcast noch dolle getroffen, mittlerweile überhaupt nicht mehr. Und das kam das auf einen Schlag. Das ist wirklich eine gute Therapie für das dich. Das ist richtig geil. Wow. Podcast ist, weil ich durch den Podcast viel famer geworden bin, muss man jetzt also, sorry, sage ich jetzt einfach mal, ist so, ist ja ein Fakt. Und irgendwie finde ich das so geil, dass ich so Abonnenten und so und Leute dass mich kennen, dass das mehr geworden ist, dass ich mir auch so denke in meinem Hören, dass ich so checken kann, ja, natürlich kommt dann auch mehr Hate und so, wenn man dann bekannter ist oder so. Und auch ist Hate bei einem Podcast gut, weil ja, okay, wir sind jetzt auch schon wieder seit 2 Wochen auf der 1 oder so auf Spotify und so. Und die anderen Podcasts von TikTokern sind zwar nicht, bekommen zwar kein Hate, aber sind halt auch nicht auf der 1. Ja. Und dann denke ich mir so, ja, irgendwas müssen wir ja richtig machen. Ja, das ist halt normal. Das ist einfach geil, dass wir irgendwie Leute angreifen und da so ein Topic aufmachen. Ja, Hate ist gleich relevant. Hate gleich Fame, wie ich immer sage. In deiner Bio. Aber ja, genau, also wir machen einfach so ein Thema auf, worüber Leute reden. Mhm. Und dann kriegt man auch Hate und mittlerweile dieses fette, Digga, unter jedem TikTok von Alpha Females steht irgendwas mit, was wollen diese zwei fetten Weiber, wieso nennen die sich Alphas? Also man checkt doch schon, dass sie nichts verstanden haben. Ja, das Ding ist, die Leute haben halt keine Argumente mehr dafür, also weil das, was wir sagen, stimmt halt. Und dann kannst du halt nichts anderes dagegen sagen, außer dass wir fett und hässlich sind. Ja. That's it. Juckt. Ja, deswegen neues Format. Bis zur nächsten Folge haben wir uns beide ein neues Format ausgedacht. Ja, ich finde Ranken cool. Ranken? Sachen ranken. Nicht ranken, der Fotograf von KTM, aber so. Obwohl, Sachen ranken dauert halt lang, aber irgendwie finde ich, ja, stimmt, wir brauchen sowas Kleines. Ja. Sowas Kleines. Wo die Leute auch irgendwie so mitarbeiten können. Weißt du, was ich meine? Ja, so wie bei Hate-Kommi, so da konnten sie mitarbeiten. Ja, wir machen uns mal einen Kopf. Ja, und dann, aber ich find's auch cool, wenn uns, kann dir nicht jetzt mal was einfallen? Was? Kann dir nicht jetzt mal was einfallen? Spontan. Ja. Das muss durchdacht sein, Kim. Nein, dann sind die ja bei der Entstehung dabei. Ja, oder die schalten einfach bei der übernächsten Folge ein und sehen es dann. Ja, okay. Oder das, meinst, weil dann gucken die wenigstens, weißt du, was ich meine? Ja, dann gucken sie auch, weil sie wissen wollen, wie das Format richtig, weitergeht. Richtig, genau. Das nein, ist wenn uns jetzt einfällt. Fällt dir was ein? Ranken. Spaß. Ich spreche kein Deutsch. Ja, okay. Ja. Ja, dann gehen wir zum nächsten Format. In und Outs. In und Outs, okay. Ja. Mein In. In letzter Zeit habe ich mich viel mit dem Thema Augenbrauen beschäftigt. Dünne Augenbrauen kommt jetzt. Dünne Augenbrauen ist mein In. Dünne Augenbrauen ist mein In. Ich hatte wirklich schon jede Augenbrauenphase meines Lebens durch. Soapbrows, Leute, wer das noch macht, ihr spinnt wirklich komplett. Sich die Augenbrauen wirklich bis zur Hairline irgendwie hochzukämmen, es sieht scheiße aus. Tut mir leid. Also diese... Ich... Das machst du nicht.
Mache ich nicht manchmal, wenn ich mir die Augenbrauen style, gebe ich das doch zuerst so hoch und dann mache ich so einen Strich drüber. Ja, aber es gibt ja Leute, die machen einfach nur komplett hoch, ohne schräg drüber zu machen. Die kämmen einfach nur nach oben. Oh, no front, no front. Komplett schrecklich. Hast du da gerade wieder im Kopf? Nee, nur von früher. Und Melina Sophie hat mir auch letztens geschrieben, dünne Augenbrauen sind jetzt wieder in, weil Y2K ist ja wieder in und die kommen zurück. Und weil Melina Sophie das gesagt hat, dass dünne Augenbrauen jetzt wieder in sind, musste das jetzt hier mit rein. Und es ist wahr, meine Augenbrauen werden mittlerweile auch wieder immer dünner und irgendwann habe ich wirklich Ende des Sommers nur noch zwei Striche da. Letztes Jahr habe ich nochmal mir so die Augenbrauen so dick gemacht und ich check immer nicht, wie es keiner von meinen Freunden mir sagen kann, wenn einem ich einfach wie eine Missgeburt aussehe. Kim, aber in dem Moment fällt einem das nicht auf. Aber du kannst mir nicht erzählen, Snapchat-Memories vor einem Jahr und normalerweise, wenn man 22 ist wie ich, hat man so Snapchat-Memories vor 7 Jahren, wo man sich so denkt, ach du Scheiße, ich hab das jedes Jahr, ich guck. Ich aber auch, ich hab Nein, das auch jedes Jahr. Nein, du sahst geil aus vor einem Jahr. Nein, aber da denke ich mir auch so, oh mein Gott, wie bin ich da rumgelaufen, aber das ist ja, weil du ich Du denkst es dir. Ja, aber ich denke ja auch bei dir, du sahst damals auch aus wie eine Bombshell. Stachel, wenn ich dir jetzt meinen Snapchat-Rückblick zeige, mit meiner Nasenkontur, die man gesehen hat bis die Usbekistan. Ist dann schlimm geworden. Dann die Augen Braun, wie ich dann unbedingt auch so eine Fake-Augenbrauen hatte, weil ich dachte, die passen zu meinem Gesicht so dick, die gemacht habe. Hier vorne waren die so hell und dann waren die auf Einschlag, da war kein Übergang, dann waren die auf Einschlag so dunkel. Dann diese Kontur und Blush, was einfach nur aussah wie im Schminkkasten gefallen. Meine Stiefmutter, als ich da einmal beim Osterabendbrot angekommen bin und sie zu mir meinte, bist du in den Tuschkasten gefallen? Mhm. Und ich dann, sie hat einfach nur recht. Ja. Aber ich war damals sauer, aber manche Leute, man will das dann ja auch nicht hören. Und ja, okay, ich müsste dann vielleicht auch mal auf die Leute hören, die es mir versuchen zu sagen. Ja, aber mir ist das nie aufgefallen. Und ich glaube, anderen Leuten auch nicht so krass. Doch. Deswegen. Alle meine Freunde meinten so, wir haben es dir gesagt, aber es hat mir Loki keiner gesagt. Ja. Wahrscheinlich haben sie es untereinander gesagt, als sie gelästert haben. Aber das stimmt. Nee, aber ja, wenn was sein sollte, ich sag's dir jetzt, ab sofort sage ich's dir. Aber jetzt, gerade wenn ich deine Brauen echt in Ordnung, die sind noch schön dünn, das ist in Ordnung. Okay, da geht's noch besser, da geht noch Nein, was nach oben. Deine Augenbrauen sind toll, ich liebe deine Augenbrauen, Kim. Sorry. Ja, aber das ist mein In. Was findest du noch alles so wunderschön an mir? Deine Lippen, deine Nase. Da war auch so ein Kommentar so, oh mein Gott, was hat's mit ihrer Nase gemacht? Sieht katastrophal aus, Schatz, das ist ihre echte Nase und jeder wünscht sich so eine Nase. Nur die Leute sind so geblendet, dass viele denken, dass solche Nasen operiert sind. Das habe ich auch gesehen, ja. Dass jemand meinte, was hat sie mit ihrer Nase gemacht? Das ist genau das, was wir vor 2 Folgen meinten mit diesem, wenn Leute sagen, Botox-Fresse. Ja. Und man hat sich noch nie irgendwas mit Botox irgendwo reingespritzt. Ja. Und, das ja. Ist mit der Nase jetzt. Aber nee, du hast eine schöne Nase. Das du hast auch. Wirklich eine schöne du auch, Nase. Du auch. Ich habe letztens Interviews gemacht für eine Marke und da habe ich so Leute gefragt, kennt ihr mich? Was findet ihr am coolsten an mir? Was findet ihr am schönsten an mir? Und so, weil das ist irgendwie lustig. Also ich finde das lustig, sowas zu fragen. Und da waren die auch so richtig überfordert und meinten die auch so, deine Nase, deine Haare. Und ich meinte so, sag mehr. Und irgendwie ist das so lustig. Aber ich frage mich so, die Leute, die da drum rumstanden und das gehört haben, irgendwie ist das so witzig, wie die da ja nicht die Auflösung oder nicht mich als Internetpersönlichkeit vielleicht kennen und sich dann einfach so denken, dass ich das einfach so auf Ernst gefragt habe und das so in deren Tag so, einfach so. Besser so zu genau, diese eine Influencerin, die da Leute gefragt hat, was sie am schönsten an ihr finden. Und das ist jetzt in deren Tag. Das ist echt lustig. Ja, ich liebe sowas. Ich mache richtig oft Sachen, die für mich nur ein kleiner Teil des Tages ausmachen, aber für manche Leute den ganzen Day machen. Weißt du, was ich meine? So jemandem ein Kompliment zum Beispiel geben. Nee. Ich meine jetzt eher sowas wie, wenn zum Beispiel jemand auf der Straße irgendwo ist oder so und ich dann so zu dem einfach so gehe und so sage, hey. Oder denken den ganzen Tag noch darüber nach. Ja, weil wann kommt zu dir irgendeiner auf der Straße und die sagt dann so, hey, und geht dann so weg. Ich würde weggehen und denken, was eine Irre. Wie du gerade so meintest, ja, also Leute Komplimente machen. Nee, Leute sind zu Leuten irgendwie komisch sein. So sie zu verarscht. Oder und so Felix und ich gehen voll oft in Berlin lang und wir haben dann so ein Spiel und dann gehen halt so Leute an uns lang und immer wenn so Leute uns gegenseitig kommen, dann sagt einer von uns dann immer so eine Sache wie, bist du die Hämorrhoiden eigentlich losgeworden? Oder so, dass die Leute hören dann nur so dieses Snippet. Ja. Und das ist doch übel lustig, ja, stimmt, wenn die sich so denken,
Vorhin waren da welche auf der Straße. Ja, du hast recht, das könnte man wirklich mal öfter machen. Ja, sowas einfach, das bedeutet für dich nichts, aber die für Leute die, gehen vielleicht ja. nach Hause und erzählen das, dass denen sowas passiert ist und haben vielleicht dann sowas zu erzählen und so. Das ist doch so lustig. Aber das Ding ist, ich habe meistens keine Eier für sowas. Ja, das stimmt, du, da sind wir anders. Also auch, so zu Leuten so hinzugehen und dann einfach mich so daneben zu benehmen, in Anführungszeichen. Oh, Shots. Nee, das mache ich halt nicht. Keine ja, das Ahnung. Stimmt. Also, ja, das musst du auch nicht machen. Das ist auch meine... Darf ich den Leuten Komplimente machen? Ja, das darfst du. Danke. Du solltest es auch gar nicht machen. Ich habe das erfunden. Ich okay, habe das groß ich gemacht. Dir nicht, ich glaub's dir nicht. Ich habe sich daneben benehmen, groß gemacht in Deutschland. Ich habe das nach Deutschland gebracht. Auf Ernst. Ja, das war dein Inder, gehe ich aber mit. Oh mein Gott, ich habe Allgemeinwissen, /Bildung. Und in Klammern habe ich geschrieben, ich werd wett. Und zwar finde ich es so ein fucking, beziehungsweise nicht mal X, sondern Red Flag, wenn ein Typ wirklich so null Allgemeinwissen hat, obviously auch bei Frauen, aber bei meinen Freundinnen nervt mich das auch manchmal, aber bei meinen Freundinnen juckt es mich irgendwie nicht so, weil ich bin ja mit dem befreundet, weil wir andere Sachen gemeinsam haben oder so, aber wenn ich einen Typen kennenlerne oder so, der so 0% über irgendwas reden kann, das letzte Mal Tagesschau geguckt hat, in der 9. Klasse Politikunterricht, als da vielleicht mal irgendeine Episode da lief und wirklich nichts wissen über was man, worüber man reden kann, das nervt mich. Ja, ist ja voll wichtig, dass ein Typ auch so intelligent und sowas ist. Ja, weißt genau. Weißt du, was ich meine? Also, weil ich hatte das voll oft bei Typen, dass ich mich mit dem wirklich über nichts unterhalten konnte, einfach nur so über Situationskomiken zum Beispiel. Also, dass man einfach nur in dieser Situation irgendwie gelebt hat, so Kennenlernphase so abgehakt, so was ist irgendwie so in deiner Vergangenheit passiert, bla bla bla, auf was magst du, aber nicht irgendwie so um allgemeine wichtige Themen unterhalten, irgendwie. Ja, das so. Ist so. Man, belanglose Unterhaltungen sind ja auch übel wichtig, aber beziehungsweise nee, finde ich nicht. Also ich finde, alle Unterhaltungen, die wir hier auch führen, die haben vielleicht, führen vielleicht zu keinem Sinn, wenn wir hier reden, ob Arschtypen oder Tittentypen geiler sind. Trotzdem hat es einen Sinn, also trotzdem ist es nicht belanglos. Ja. Kennst du diese Leute, die nur über belanglose Scheiße reden? Ja. Boah, wieso fällt mir jetzt gerade kein Beispiel ein? Aber die reden nur über so Sachen, du bist mit denen so. Und du denkst dir so, ich kann gerade mit denen nicht chillen, ich will nach Hause, weil wieso redet ihr nur über belanglose Scheiße? Das macht mich so aggressiv. Ja, vor allem, es sind halt auch so Dinge so, am Ende des Tages fragt man sich so, worüber habe ich mich gerade unterhalten? Ja! Und das nervt. Oh mein so. Gott, ja! Und das ist so, und dann das ist so verschwendete womit Zeit. Womit habe ich jetzt meine Stunden verbracht? So, im Endeffekt habe ich da so nichts mitgenommen. Nichts für mich selber auch. Ja, so man irgendwie. Kann sich auch über dumme Sachen unterhalten, aber es hat immer einen Sinn. Ja. Und nichts Belangloses. Und wieso fällt mir jetzt kein Beispiel ein? Ich bin so eine schlechte Podcasterin. Aber ihr wisst, manchmal zum Beispiel in meinem Dorf oder so, ich habe auch letztens mit einem Freund geredet und der meinte, dass seine Schwester und ihre Freunde so sind und dass es immer über so belanglose Themen geht und man sich so denkt, ey, geht's euch gut? Habt ihr irgendwas in der Birne? Weil wieso unterhalten wir uns hier gerade darüber? Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich habe jetzt auch kein Beispiel zum Beispiel. Das ist so lang, einfach so richtig langweilige Leute. Ja, voll. So crazy. Ja. Und das ist dann auch manchmal so mit Typen, keine Ahnung, dann zeigen die dir bei dem Date einfach nur ihre Galerie und labern da irgendwie irgendwas dazu, was sie 2018 auf diesem Splash-Festival beim Camping... Das hatte ich einmal, da saß ich mit einem Typen 2 Stunden auf dem Spielplatz, da hat er mir seine Snapchat-Galerie gezeigt und zu jedem Bild irgendwas erzählt und irgendwann war ich nur noch so, können wir jetzt gehen? Ich saß auch mal auf einer Bank mit einem Typen, der die ganze Zeit seine Galerie gezeigt. Es juckt mich nicht. So, und hier war ich auf dem Splash-Festival und da hat jemand vor das Zelt geschissen. Mit meinen Jungs, das war richtig lustig. So, ich war nicht dabei, also es war nicht lustig, keine Ahnung. Also warum soll ich jetzt darüber lachen? So, das ist so... Beziehungsweise, also, nee, das ist, finde ich, auch... Ja. Es nervt. Ich check das. Und ja, mich macht es aggressiv, wenn Männer, es macht mich irgendwie nur bei Männern aggressiv, ich weiß nicht wieso, aber wenn Männer nichts wissen, wenn die nicht mal Tagesschau Insta folgen oder wenn die folgen für die Cloud, die folgen Tagesschau, damit man denkt, okay, die folgen Tagesschau. Die sind ein bisschen gebildet. Ja, aber trotzdem so lesen sie sich das nicht durch. Voll. Manchmal gibt es so, keine Ahnung, Sachen, die passieren, irgendwelche schlimmen Anschläge oder so in Moskau oder so, dann will ich so darüber reden und die wissen nicht mal, dass es passiert ist. Ja, ich weiß, was du meinst. Deswegen, es nervt. Mein Vater wirklich, der macht das seit Jahren, der ist so schlau, der liest jeden Abend 10 Minuten Teletext. Teletext. Kennst du Teletext? Ja klar, aber ist das valid? Ja, doch, das ist voll gut und deswegen hat er so ein gutes Allgemeinwissen, weil der wird halt immer so ganz kurz zusammengefasst, dann hat er so einen Überblick, weiß dann so und es ist auch eigentlich immer wahrheitsgemäß und alles. Und deswegen, der kann zu allen Sachen immer irgendwas sagen, weil der immer einen übelst guten Überblick über alles hat. Da stehen gute Sachen bei Teletext. Ja.
tell me, wieso ich dachte, dass Teletext so ist wie Telegram und dass da so eine Verschwörungssachen stehen oder so. Keine Ahnung, woher du das genommen hast. Irgendwie finde ich, das ist doch total gruselig. Da schaltet man irgendeine geheime Taste am Fernsehen und auf einmal wird da so ein Hackerangriff freigeschaltet. Irgendwie, wie es so aussieht, wenn in so einer Disney-Channel-Serie jemand so eingetippt hat, schnell auf dem PC und so meinte, Jungs, wir sind drin. Und dann so, Passwort, 123, Geburtsdatum. Und I'm in. Oder yeah. So, immer so bei Disney Channel damals. Und irgendwie dachte ich, dass Teletext so nee. Ein Hacker irgendwas ist, wo nur so eine Scheiße steht wie Corona gibt's nicht. Nee, das sind wirklich gute Informationen, die da von sich gegeben werden. Lol. Ja, und das macht er wirklich jeden Abend. Und dieser Mann weiß alles. Mein Vater ist auch richtig schlau. Ja, und ich habe immer zu ihm gesagt, so, geh mal zu Wer wird Millionär, so, weil der weiß wirklich alles. Das habe ich auch immer zu meinem Vater gesagt, weil mein Vater auch immer davor sitzt und ja, es immer same, weiß. Same. Es immer, nervt. Ja. Junge, wir können Millionäre sein. Und nur ich habe so einen Stock im Arsch. Ja, ich will nicht im Fernsehen zu sehen sein. Ja. Ja, und weil er unfotogen ist oder so, keine Ahnung. Mein Vater ist so ein schöner Mann. Ja, ich weiß auf jeden Fall, von wem ich meine Unfotogenität geerbt habe. Oh, Kim, Mann. Sorry, aber ja, unfotogen hin oder her, Henning. Also vielleicht doch mal one for the team take. Dann würden wir jetzt auch in Malibu sitzen können. Aber naja. Aber du willst ja nicht. Hatte er eh keinen Bock. Halt nicht. Hatte eh keinen Bock. Ja, war eh hässlich. Bitte, ich auch war eh hässlich. Er wollte gar nicht. Ja, naja, okay. Anyways, Allgemeinwissen in. Ja. Out. Baden. Ja, komplett. So wieder war nicht. War nie in. Doch, es gehen so viele Leute baden, du checkst nicht. Und mich macht das so, mich widert das so an. Erstens schwimmst du in deinem eigenen Schweiß. Ja. Du schwitzt dabei, das heißt Dreck so auch. In deinem Dreck. Und dann kommen die Leute immer, ich dusche mich da vorher ab, dann gehe ich baden, dann dusche ich mich danach, hab übelste Wasserverschwendung. Dann lass es einfach. Und wenn die noch in der Badewanne fressen. Ihr widerlichen Drecksäule, dann machen die sich da so eine Pizza fertig, dann packen die da so ihre Tablette mit ihrer Pizza, ihrer Netflix-Serie, gucken da so You und dann krümeln die sich nebenbei in ihren eigenen Dreck noch voll und ihr wollt mir sagen, ihr seid danach sauber? Geht's ja, noch? Ey, dann das ist baden so die noch, eklig. Dann baden die noch ihre Haare also in drehen das so Suppe runter drin. Mit ihrem Trackle Moon Shampoo, ja. Was irgendwie Geschmacksrichtung Marshmallow und Mayonnaise, ja, keine Ahnung. Und dann sich so ihre Haare einschamponieren mit den Nacho-Ecken, die da noch reingeflötet sind, Junge. Das ist so eklig. Ey, ich erinnere mich noch so genau an ein fucking Bild, was einer aus meinem Jahrgang, und zwar Mona, gepostet hat. Und ich denke so oft an dieses Bild, weil mich das so zum Kotzen gebracht hat. Als sie Milch gebadet hat? Oder hat die sowas gemacht? Oh mein Gott, das gab's auch. Ja, ja, das ist auch... Deutsche Popkultur ist so komisch, weil sag mir, wieso 2018 jeder in Milch und Blumen gebadet hat und das für Insta fotografiert hat. Das war so schlimm. Deutschland ist so komisch, hat das doch noch jemand in anderen Ländern gemacht? Ich glaube, das kam safe von irgendwo. Aber das haben da. Alle Influencer damals gemacht und ich habe mich damals schon gefragt, was ist die Message, was willst du mit ich mir jetzt nicht, sagen? Ich fand's so eklig. Das ist richtig. Ja. Man musste mit seinem Schädel da ja wirklich rein. Ja, und dann, na egal. Na, anyways, sie hat... Erstmal kam der Snap mit dem Snap-Filter, wo so die Badebombe von Lush da so reingelegt wurde. Und dann hat sie halt gepostet, wie sie sich da auch so eine TK-Pizza fertig gemacht hat. Und die Badewanne war neben dem Klo. Und direkt neben dem Klo, unten unter diesem Klo, stand halt so diese TK-Pizza und das Essen. Und das hat sie halt so fotografiert, wo man noch so dieses Klo gesehen hat. Und das hat mich so angeekelt. Und dann auch noch mit diesem Snapchat-Filter. Irgendwie hat mich dieses Bild so angeekelt, wie du da neben deinem Klo frisst. Ich könnte mich niemals in mein Bad setzen und da was essen neben der Toilette. Das ist so schlimm. Das ist so ekelhaft. Oh. Ich mag auch kein Whirlpool und so. Ich finde das alles komisch. Ich kann nur ins Freibad, wo richtig geil so alles so da rausgelotet wird und wieder rein und so. Wie heißt das? Gefiltert? Genau. da ist es in meinen Gedanken wenigstens so. So mit Chlor und so, weil dann ist das so sauber. Ich check, was du meinst. Aber alles andere ist nicht okay. Ey, ich finde auch, so baden, dann chillst du da so 2 Stunden, dann wird deine Haut überall so richtig ekelhaft schrumpelig. Das ist auch nicht schön. Nee, finde ich auch. Das ist so ungeil. Ja. Wenn du irgendwas Warmes um dich haben willst, wieso gehst du nicht unter die Decke? Mach dir ein Wärmekissen, fertig ist der Lack. Es ist so aber komisch. Aber da so aufzuweichen, baden ist so out. Nee, finde ich auch nicht. Mein Out sind deutsche Junggesellenabschiede. Weil du kannst es doch nicht ernst meinen, dass da gerade der schönste Tag deines Lebens bevorsteht, der 20.000 Euro kostet, du hast das schönste Kleid an, was du finden konntest, du siehst an diesem Tag
am schönsten aus in deinem ganzen Leben. Du willst irgendwen heiraten, mit dem du dein Leben verbringen willst. Du lädst alle Leute ein, die dir am liebsten sind. Das soll der schönste Tag deines Lebens werden. Und du feierst das, dass du mit der Regio, mit dem Deutschland-Ticket, was du zu fünf teilst, mit der Regio nach Köln fährst, irgendeinen Billo-Kick-Schleif hier anhast. Nee, wie heißt das? Schleier. Schleier, ja. Und da irgendwelche Klopfer verteilst. In Köln an der Domplatte. Das ist so schlimm. Oder die Leute, die nach Mallorca fliegen, da mit ihrem Kasten da so vorne dran, so ein Euro oder ein Kuss. Und dann kaufst du da so ein Gadget, irgendwie so ein Kondom oder so eine Trillerpfeife. Also würden meine Mädels mich an meinem Junggesellenabschied nach Mallorca schleppen, um da einen Megapack zu gehen. Ich würde denen eine Backpfeife geben. Ich würde auch einfach nicht mitkommen. Das ist so schlimm. Das wäre nicht mein Junggesellenabschied. Die wecken dich so früh um fünf und sagen, jetzt geht's nach Mallorca, Schatz. Aber es gibt doch, schönes Mallorca ist gut für Junggesellenabschied, finde ich. Das schon. Wenn man da so ein bisschen so chillt und so eine gute Zeit hat, geht da ein bisschen so Party machen und so, oder auch so ein Stripclub und so gehen, das ist so unnötig irgendwie so. Keine Ahnung, das kannst du auch sonst machen, aber ich würde jetzt nicht an meinem letzten Tag als nicht verheiratete Frau, würde ich das nicht wollen. Es ist richtig schlimm, halt auch so dieses, wenn die dann irgendeine deutsche Stadt fahren und man sieht das. Ja. Ich finde, es ist immer Köln for some reason und dann chillen die da immer an der Domplatte oder irgendwas und oder keine Ahnung, wo man in Köln dann mit dem Junggesellenabschied chillt, bei dieser Brücke da oder so und dann regnet es auch noch oder so. Ja. Und dann kann ich auch, also dann sagen diese Frauen da auch noch so, oh, und oh, das Wetter spielt einfach nicht mit heute und so und keine Ahnung, das ist doch so scheiße, das wird dir deine Hochzeit doch überhaupt nicht gerecht. Nee, 0%. Also sorry, imagine deine Brautjungfer schleppen dich da so nach Duisburg-Karlsloh oder wie das heißt, Marxloh. Was ist dein Junggesellenabschied? Ja, also so schönes Mallorca, ja, wäre richtig geil. Oder so geil in Spanien oder Italien, wo es warm ist auf jeden Fall, wo man dann mit seinen 10 Brautjungfern und ja, so hinfliegt oder so. Beziehungsweise ich und zu 100% auch du, werde vielleicht die erste Person der Welt sein. Wahrscheinlich hat das schon jemand vor mir gemacht, aber egal. Ich werde halt, glaube ich, mehr Männer als Brautjungfer haben als Frauen, weil alle meine Freunde schwul sind. Same. Und das sind ja meine Mädels. Du hast recht. Also, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber ja. So, meine drei besten Freunde sind eigentlich schwule Typen und die werden doch meine Brautjungfern sein. Also zu 100%. Das ist so iconic. Und das ist so iconic, wenn ich da so einfliege. Loki, ich habe Angst, dass das so rüberkommt, als wäre man so one of the boys. Ja. Weil kennst du dieses, aber die sind ja eigentlich one of the girls eher. Aber kennst du dieses eine TikTok? Nee, das wirst du nicht kennen. Aber da ist eine Frau bei den Junggesellen von dem Typen mit. Und sie sagt so, ja, I was always one of the boys, so I'm on the groom's side, also auf der Bräutigamsseite. Yeah. Und sie wurde tot gehatet, weil alle so, oh mein Gott, du bist so anders und du bist so one of the boys und so. Aber was soll ich machen, wenn ich da mit Felix, Jerome, Britney, Fabi, Linus, Finn, Gok allen antanzen werde, die da an meiner Seite stehen und vielleicht noch 5 Mädels oder so. Yeah. Aber meine ganzen Ängsten sind ja... Meine Ängsten sind irgendwie alle lesbisch. Meine Mädels, jetzt nicht mit du, aber so von damals, meine ganzen Freunde. Hey, ich wollte gerade sagen, ich kenne keine einzige Frau, die lesbisch ist, von deinen Freunden. Ja, von meinen Freunden von früher. Das Ding ist, meine Freunde früher waren auch alle lesbisch oder gay. Und ich war dann immer so, also schwul, und ich war immer so, ich war die Einzige, die irgendwie hetero war. Das war immer irgendwie so, ich war anders. Ja, deswegen auch meine Freundinnen so von damals, die ich dann wahrscheinlich mit einfliegen, die sind auch alle lesbisch. Ja, okay. Hä, wen würdest du zu deinem Junggesellenabschied einladen statt jetzt? Wie viel darf ich mitnehmen? 10. Die du auch aufgezählt hast? Ja, ich weiß nicht, wie viele das waren. Keine Ahnung, 7 oder so? Ja. Xenia, meine alte Freundin. Dann würde ich noch Johanna, oh na gut, Johanna ist auch nicht lesbisch, meine damalige Mitbewohnerin. Du jetzt ja irgendwas spreadest. Jermaine, hast du Jermaine aufgezählt gehabt? Jermaine würde ich auch noch mitnehmen. Dann meine damalige Chefin von Vero Moda, weil ich ziemlich eng mit der war. Wie lustig. Weil ich richtig gut mit der bin, die würde ich mitnehmen, Lisa. Lisa auch noch mit Soso zusammen. Ja, ich glaube, die würde ich mitnehmen. Ja, weil das Ding ist, ich habe so viele, also mein allerbester Freund ist Felix und danach sind alle auf einem Level. Ja. Alle. Und ich denke mir so, ich habe viel zu viele, also wen ich mitnehmen würde, mich hast du auch nicht aufgezählt, okay. Das Unterkünfte.
Du warst schon damit drin. Ja, okay. Also ich würde obviously dich, Felix, Fabi, Linus, Finn, Cock, Jermaine, Marek würde ich mitnehmen. Ich habe so Angst, dass man jetzt jemanden vergisst, die arme Person. Würde ich mitnehmen, Mette und Maxo aus meiner Heimat würde ich mitnehmen. Würde ich mitnehmen. Würde ich mitnehmen. Ayla würde ich mitnehmen, Chantal, Greta, Chantal. Wieso rede ich gerade so? Chantal. Greta würde ich mitnehmen, die andere Greta würde ich mitnehmen. Was habe ich denn noch für Freunde? Es waren nur 10. Es waren nur 10. Ja, aber die muss ich. Das ist dann voll komisch, weil nee, dann werde ich mehr mitnehmen. Na, okay. Dann werde ich mehr mitnehmen. Sohal und Betül werde ich mitnehmen. Faruk muss mit. Ja, nee, das wird jetzt hier also. Soll ich jetzt hier nochmal eine ganze Instagram-Liste meine ganze Instagram-Abonnentenliste hier durchlesen. Ja, ja, das wird doch eine ganze Hollis Project X-Party da, wenn ich meinen Junggesellenabschied feiere. Ja, stimmt. So eine fette Villa. Das ist so geil. Lass jetzt habe ich so Bock zu heiraten. Ja, Loki, ich weiß, dass du das könntest und ich könnte das bei dir auch. Ich kann sowas eigentlich richtig gut. Ich kann sowas auch und ich würde dir da auch gerecht werden, glaube ich. Okay, wollen wir machen? Wollen wir? Das ist wirklich cool. Ja, das ist wirklich cool. Okay, jetzt ich auch voll Bock zu heiraten jetzt. Ich würde da richtig auf die Kacke hauen, Alter. Loki, ich muss ja einen Henna-Abend machen. Einen Henna-Abend? Ja, das macht man so in der Kultur, wo ich mich reinhabe. Dann ich mit dir auch einen Henna-Abend. Henna-Abend. Oh, Henna-Abend mit dir wird so geil. Ich find's gut, wie du schon so vorplanst. Und mir das so mit auf den Weg gibst. Nein, ey, oh, so, ich will jetzt heiraten. Ja, same. Ja, in meiner Traumvorstellung habe ich schon geheiratet. Ich wollte schon mit 21 haben heiraten. Haben wir letztens drüber geredet. Ja, Kinder mit 22 und 21 verheiratet, Braten dann direkt in die Röhre geschoben. Ja, irgendwie bin ich 24 und Single. Crazy, wie das dein Traum war. Ja. Also crazy, wie das mit 22 dein Traum war. Mein größter Albtraum ist es irgendwie, schwanger zu werden. Ja, wenn jetzt, aber auch irgendwie allgemein. Ja, es kann sein, dass sich das noch ändert, wenn nicht. Habe ich dir das mal erzählt? Und ich möchte, dass das jetzt hier jemand deutet in den Kommentaren. Das hast du schon mal erzählt, dass du immer träumst, schwanger zu werden. Habe ich das im Podcast erzählt? Ja, das hast du im Podcast erzählt. Schade. Oh ja. Mann, wieso sind denn immer so... Wieso wiederholen sich über die Storys? Aber da gab es auch Kommentare, dass das auch schon Leute geträumt haben. Echt? Auf jeden Fall. Ja, wenn wir die Folge mal raussuchen, die Kommentare, da haben welche was geschrieben. Ah, okay. Ja, ja, weil ich habe immer so einen Albtraum wiederkehren seit Jahren, dass ich schwanger bin und ich wache immer schweißgebadet auf. Ja. Und hoffe immer, oh mein Gott, war das ein Traum, war das ein Traum? Fasst so meinen Bauch ran. Und ich denke mir so, oh mein Gott, zum Glück war das ein Traum. Ja. Und damit deute ich einfach, dass ich einfach es lassen sollte mit den Kindern. Vielleicht wird sich das ja irgendwann noch ändern, wenn nicht, ist es ja auch nicht schlimm. Ja. Also, keine Ahnung. Ja, genau. Okay. Das waren unsere In-Outs. Genau. Was hatte ich nochmal als... Ach so, Junggesellenabschiede, ja. Junggesellenabschied, ja. Mir ist eine Story eingefallen. Gibt's in deinem Dorf ein Gerücht, was über dich rumging, wo du dir dachtest, wer hat sich so einen Bullshit ausgedacht? Müsste ich überlegen, bei dir? Bei mir gab's eine Story, die ist so fernab. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal erzählt habe, aber ich glaube nicht. Mein erster Freund, der hat damals so ein bisschen außerhalb auf einem Dorf gewohnt. Und vor seinem Haus gab es so ein riesengroßes Maisfeld. Und da wächst ja Mais und so. Das hast ne? du mir mal erzählt, hab ja. Ich das, so, na, ne? Und da ist ja Mais und so. Und ich weiß nicht, wer sich das mal aus dem Arsch gezogen hat, aber es ging da mal das Gerücht rum, dass mein Freund mich in diesem Maisfeld mit einem Maiskolben befriedigt hätte und mich danach gebumst hätte. Das ist so komisch. Was zur Hölle? Also, Loki, ich war diese Person, die sich sowas ausgedacht hat über andere. Das haben aber das haben wirklich Leute geglaubt. Das wäre so von mir gekommen damals. Stimmt das Gerücht, dass Emily sich von ihrem Freund da im Maisfeld gebumsen lassen hat und mit da mit einem Maiskolben in die Fotze gesteckt wurde? Und da sind jetzt noch Krümel, da werden jetzt immer noch Krümel in ihrer Öffnung gefunden, diese Maisdingen, diese Maisploppen. Ja, das wird jetzt immer, das ist da noch drin, das wurde da noch reingepflanzt. Ja, das war ein Gerücht, wo ich mir so dachte, ist mir letztens wieder erst eingefallen, also woher wie sich, random. Das woher ist so sich komisch. Kinder sowas aus dem Arsch ziehen. So komisch. Und dann gab es tatsächlich auch einen Typen, der hat dann mal so einen Song geschrieben über Gera, wo der irgendwie jeden geroastet hat und da war auch eine Line irgendwie, den Namen piepen wir jetzt
hat Stachel im Maisfeld mit Maiskolben irgendwie gefickt. Das war irgendwie so eine Line in einem Song. Und jetzt hat er irgendwie auf so einem Beat gerappt gehabt. Und wir alle dachten uns nur so... Normalste Line in einem Gera-Diss-Track. Ja. Und da stand über jeden irgendwie so ein Scheiß. Hat Stachel mit einem Maiskolben gefickt. So random. Ja. Ja, ey. Und die ist sowieso einfach nur noch dick. Und hässlich. Und, ey, ja. Und in ihrem Kopf macht es immer Klick. Ja. Ja. Das waren Gerüchte über mich. Ist dir eins eingefallen? Mir ist nichts eingefallen. Nee, schade. Ich glaube, es gibt so, also es gab sicherlich sowas über mich, aber nee, es gab eigentlich, glaube ich, keine großen Gerüchte über mich, sondern es wurde einfach nur gelästert. Wurde viel über dich geredet? Richtig viel, ja. Weil ich schon immer obviously so ein bisschen anders war. Oh. Und nee, also ist ja so. Und das mögen Leute auf dem Dorf einfach nicht. Ja, war bei mir same. Das ist so, die sind miserable. Ja, aber heute sind die größten Fans. Girl, einfach Deutsch. Die sind einfach, die sind so, ja, als ich dann auch damit angefangen habe und so, da wurde dann so krass drüber gelacht, ja. Und so. Und da wurde dann auch angefangen, so natürlich dieses, das kennt jeder, der damals mit TikTok angefangen hat, so ja, die denkt jetzt auch, die denkt auch, die denkt auch und so. Und dann auch so diese Eltern. Also ich hatte ja so diese Freundesgruppe, habe ich ja mal erzählt, ja. Mit so ganz vielen Leuten. Und die Eltern von den allen waren so invested in diesen ganzen Gossip und Tee, außer meine. Ja. Weil ich denke mir irgendwie so, was juckt es dich jetzt mit deinen, du bist irgendwie... mit deinem barbarischen Alter hier gerade, yeah. 40 Jahre, und dich juckt irgendwie irgendwas, was irgendwelche 16-Jährigen, wer da was hat oder so. Und die haben sich in jede Scheiße eingemischt und haben dann irgendwie auch immer so über mich auch geredet, yeah. Und so, und meinten und wollten dann immer meine TikToks sehen, wollten immer irgendwas sehen, haben dann irgendwie auch immer so zu meiner Mutter gesagt, ja, deine Tochter, die frisst sich ja auch bei uns durch und so, die chillt ja immer bei uns und so, weil bei mir durfte man halt nicht chillen. Meine Eltern meinten halt so, nee. Ich habe immer gefragt, dürfen meine Freunde auch mal hier kommen? Meine Eltern meinten so, nee. Oh. Ja, ne? Ja. Kacke. Ja, ist wirklich kacke. Konntet ihr bei dir zu Hause chillen mit, ja, Freunden? Ja, meine Eltern haben das immer zugelassen. Und es war auch immer so mit Essen, die durften auch alle mal mitessen und so. Und das war bei uns irgendwie nie so ein Ding. Also bei uns war immer jeder herzlich willkommen. Ich hatte auch mit einer Freundin, hatten wir immer so, und das war ein Cynthia-Emily-Tag, einmal in der Woche, donnerstags war das, und dann ist immer nach dem Kindergarten, nach der Grundschule, ist sie immer mit zu mir gekommen, jeden Donnerstag, und dann haben wir halt dort gechillt, also auch mit Übernachtungen und so, meine Eltern waren da immer voll offen für. Ich finde das richtig scheiße, aber ich war schon mein ganzes Leben diese Person, bei der man nie chillt. Auch jetzt, weil jetzt, ja, bin ich ja, dann, stimmt, bin ich weggezogen und jetzt wohne ich in einer Gammel-WG, ja, schlimmste Gammel-WG aus Berlin-Wedding. Ja. Und da kann man auch nicht chillen, da kann man einfach nicht chillen in dieser Bude. Ja. Und damals bei meinen Eltern konnte man auch nie chillen, weil meine Eltern das nicht, keinen Bock hatten oder so, dass ich meine Freunde rufe oder so. Aber so in deinem Kinderzimmer oder so? Ja, so zu zweit oder, ja, so haben, okay, wir uns dann da getroffen, aber nie mit vielen oder so. Und, ja, es ist auch so was Schlimmes. Es ist so was Schlimmes mir mal passiert, was so peinlich ist, weil ich bin safe in einer Story von zwei bestimmten Mädchen, so die Person, über die richtig oft reden, yeah, und so. Ja, das ist damals bei Kim passiert. Weil du kennst doch dieses Meme, bei Deutschen durfte man nicht mitessen. Ich kenne die Story, ja. Oder habe ich dir das mal erzählt? Du hast mir das mal erzählt. Weil das ist einmal, schlimm. Das ist wirklich schlimm, mein... Vater war früher so eine Person, die immer so alles so richtig durchgeplant, ja, hat und so durchgeplant. Und er hat halt Essen gemacht, Pfannkuchen, und anscheinend exakt für drei Leute, mein Bruder, ihn und mich. Und ich hatte aber Besuch von zwei Freundinnen aus der Schule, und dann meinte mein Vater so, Essen, und ich meinte dann so, ich esse später, und dann meinte mein Vater aber so, nee, du isst jetzt, weil mein Vater irgendwie alles durchplanen, ja, musste, ja, und irgendwie so dachte, nee, wenn ich das jetzt kalkuliere und da irgendwelche Pfannkuchen nicht gemacht werden oder sonst was, du musst jetzt essen. Und dann bin ich essen gekommen, also dann durfte die nicht mitessen. Ja. Die mussten in meinem Zimmer warten. Das ist das Schlimmste. Das ist so schlimm. Und die haben sich dann auch, ich habe da so aus dem Zimmer die ganze Zeit dieses Gelächter gehört und so, weil die sich obviously darüber kaputt gelacht haben, was, ja, ich auch gemacht hätte. Ja. Was richtig, richtig ist ja auch peinlich voll unangenehm ist und so. Für dich. Aber man checkt halt auch, dass das Kind wirklich nichts dafür kann, ja, wenn mein Papa da damals so meinte, du kommst jetzt essen. Und ich mir wirklich so dachte, meine Mutter war auch null so, aber ich mir so dachte, ach du Scheiß, also das war wirklich das Schlimmste, was mir damals jemals passiert ist, weil ich jetzt so das Opfer an der Story bin von diesen Leuten. Aber du kannst dich ja hier nochmal entschuldigen, dass es nicht in deiner Macht stand. Lisanne, Sophie, wisst ihr noch damals, als ihr dann in meinem Zimmer wart, und ich weiß noch, die haben dann die ganze Zeit, als ich zurückgekommen bin, so gelacht, und die haben die ganze Zeit das Wort Brot gesagt, und die meinten dann so, das ist, weil das die Lachmuskeln entspannt, und das stimmt auch, und ach so, seitdem
mache ich das auch immer. Ja. Wenn du dich richtig kaputt lässt und nicht mehr kannst, dann musst du sagen, Brot, weil das entspannt die Lachmuskeln. Ja. Und dann tut das nicht mehr so weh. Oh ja, und das haben die ganze Zeit da gesagt und von denen habe ich das und das war das Unangenehmste ever in meinem Leben, Loki. Aber mir ist das nie bei Freunden tatsächlich passiert. Ich dachte immer, alles denken, glaube ich, das ist ein Mythos. Ja. Aber ich weiß ja, dass das meinen Freunden mal passiert ist. Und selbst jedes Mal, wenn die so TikTok sehen, dann denken die an die Situation 100%. Ja. Das ist so schlimm. Nee, ich arme. Ja, ich arme. Was wird die arme? Die werden wohl zu Hause, die werden wohl zwei Straßen weiter ihr Fressen bekommen haben. Aber ich habe die Demütigung erlebt. Scheiße. Das ist das Schlimmste ever. Niemals, wenn ich jemals Kinder bekommen werde, niemals. Ich werde so die Host-Mom. Ja. Deswegen will ich auch umziehen, weil ich will hosten. Ja. Ich will Host sein. Ich liebe das. Ich bin gespannt, wie das bei dir sein wird. Also, ob du dann auch mal so richtig krass vorbereitest und so. Werde ich machen. So, deswegen auch mein Geburtstag, da wollte ich auch unbedingt Gastgeberin sein. Aber ich werde halt in den nächsten 5 Jahren keine Wohnung finden. Doch, wirst deswegen. Du. Musst... Das ist alles eine Frage des Mindsets. Wie wir immer überziehen in letzter Zeit. Ja, okay, dann wird Mann der Woche wohl nicht mehr gemacht. Dann wird es nicht mehr gemacht, aber auch nicht nächste Folge, Leute, weil nächste Folge haben wir wieder ein Thema für euch vorbereitet. Genau, da haben wir eine Themenrunde. Genau, da durftet ihr uns wieder Fragen auf Instagram stellen zum Thema, wie ist das Leben eigentlich hinter den Kulissen eines Influencers? Ein paar Fragen, was genau. Ihr vielleicht nicht so checkt und so. Ja, dann gibt es halt Mann der Woche wieder übernächste Folge. Ja, mit könnt ihr wissen, einem neuen Format könnt ihr wissen. Oh ja, da haben wir es dann. Da haben wir es dann gemacht. Geil. Ja, Leute, danke fürs Einschalten. Gebt 5 Sterne, folgt uns auf Spotify, diesem Account, wo ihr das gerade seht, auch auf jeder anderen Streaming-Plattform, auf der ihr das gerade seht, wo man folgen kann. Lasst einen Kommi da, lasst einen Daumen hoch da, wenn ihr es auf YouTube guckt. Folgt mir auf Insta und TikTok. Folgt ihr auf Insta und TikTok. Ich heiße überall Young Stachel. Ich heiße Kim is in a Mood live auf TikTok und Kim Victoria mit 3 A auf Instagram. Ja, in diesem Sinne, stay alpha, stay fabulous. Macht's gut, meine Kleen. Bye.